Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und weiter geht's hier wieder mit Powell Motors. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu der nächsten Folge von Powell Motors und heute in der Folge wollen wir das Gebäude komplett fertig bauen. Natürlich fehlt dann auch immer die Tour, aber das Gebäude steht dann schon mal und dann kann man es auch, wenn man sich einrichten will, schon mal abschließen. Heute in der Folge beschäftigen wir uns natürlich mit der Schrift. Wie angekündigt, ihr seht schon ein bisschen was, ich habe mir eigentlich schon ein bisschen vorgemarkert, denn die Schrift, die hält uns nicht so lange auf. Und von daher hauen wir auch noch rein, was ich eigentlich für eine separate Folge gedacht hatte, machen wir jetzt natürlich hier mit rein, weil nur die Schrift reinzubauen, das ist keine lange Folge, da kriegen wir noch natürlich noch ein bisschen mehr rein. Von daher bauen wir vorne noch das Wachhäuschen. Bevor man natürlich auf Powell Motors Gelände kommt, muss man da vorbei. Von daher basteln wir das einfach mal mit dazu. Ich habe mich jetzt natürlich bei der Schrift aus der Folge ein bisschen mehr gerichtet. Bei der Spiele-App hat mir das Ganze dann doch nicht so gefallen. Ich kann ja immer sagen, wenn man sowas mag, dann kann man sich natürlich auch so eine Schrift gerne hinbasteln. Aber ich finde das aus der Folge besser, von daher machen wir heute das aus der Folge und dafür braucht man auch nicht so viele Blöcke. Insgesamt sind es ja nur so 4 Stück. Für uns einfach mal grauen Beton raus, blauer Zement, Eisengitter und einfach mal Quarzstufen. Ihr seht, ich habe mir das Ganze schon ein bisschen vorgemagert, ne, damit das hier relativ fix geht. Wir richten uns einfach mal, sollte ich mal sagen, hier von der Vorderseite aus. Da hatten wir, sag ich mal, hier ganz vorne so eine Fünferfläche. Bei dieser Fünferfläche richten wir uns hier von den vordersten Block einfach mal aus. Der ist dann natürlich auf der Seite, wo das Gebäude von vorne ist. So, von dem Block gehen wir einfach mal nach hinten weg. Da zählen wir einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und der 12. Block, da setze ich mir den einfach mal hin. Das Gerüst machen wir jetzt, sage ich mal, 4 Blöcke hoch von unserem grauen Beton. Und jetzt würde ich nicht sagen, wir ziehen jetzt hier einmal zur Seite rüber, ne, denn wir müssen hier, sage ich mal, das Gerüst so ein bisschen zur Seite mitziehen. Da machen wir uns das natürlich ein bisschen leicht. So, da würde ich mal sagen, wir lassen zur Seite einfach mal weg immer so 8 Blöcke. Kann man hier so einfach mal so gucken. Machen wir 2 hin, also als Markierung. 3 hier, 3 da, also 8 Blöcke. So, dann haben wir schon mal die Seite und dann suche ich mir natürlich jetzt, sage ich mal, hier noch so hier hinten die Ecke aus. Und dann ziehe ich einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und der 11. Block, da setze ich mir dann so eine Markierung hin. So, das Ganze machen wir dann hier auch auf 4 Blöcke hoch. Sollte auf der gleichen Ebene ja dann sein, dann können wir hier dann natürlich einmal diesen Träger hier einmal raufziehen. Und wenn man dann den Träger drauf hat, geht es dann einfach mal an die Seiten von unseren 2 Gerüsten, die wir erstmal haben. Und zwar wollen wir dann noch so ein Gestell hinten einmal dran platzieren. Ich mache jetzt einfach hier oben dran, denn einfach insgesamt würde ich mal sagen, 3 Blöcke kann man nach hinten noch ziehen. Dann würde ich nach den dritten dann hier einfach mal, oh komm, dann machen wir dann so, dass du dann darauf dann halt einfach mal hier so 3 einzeln so schräg nach oben dir setzen kannst. Dann gehst du hier hinten ran, machst den Zweier hin und dann hier unten auch noch so ein Zweier. Ist das irgendwie gut erklärt? So, zum Glück haben wir noch eine andere Seite, da können wir es nochmal probieren. Vielleicht kriege ich es ein bisschen besser erklärt. So, wir hatten ja, sag ich mal, unsere Strebe gezogen von 4 Blöcke. Da richte ich mir jetzt hier nach unten einmal. 1, 2, 3, 4 Blöcke lasse ich nach hinten Platz. Den 5. da setze ich mir dann so einen Zweier hin. Schräg davon mache ich noch einen Zweier. Und schräg davon mache ich noch 3 weitere einzelne. So, dann haben wir schon mal unser Gerüst hier so ein bisschen hingestellt. Jetzt kommt es natürlich darauf an, noch die Schrift drauf zu machen. Und zwar wollen wir natürlich Powell Motors draufschreiben. Ich habe mir das Ganze hier schon ein bisschen vorgemarkert, damit ich nicht immer so ein bisschen gucken muss. Natürlich können wir hier gleich erstmal anfangen. Wir schreiben natürlich von links nach rechts. Von daher fängt man dann natürlich hier mit einem P an. Die Buchstaben haben immer eine Höhe von 10 Blöcke. Das heißt, jetzt einfach hier an der Seite mache ich hier 10 blaue Zementblöcke einfach mal rauf. Oben mache ich hier so 2 hin. Dann lasse ich so 3 Blöcke Platz, mal unten noch ein Zweier hin und an der Seite haue ich einfach einen Dreier ran. So, dann würde ich natürlich sagen, daneben machen wir gleich das O von Powell Motors. Ich lasse jetzt hier unten einfach mal 5 Blöcke Abstand, setze mir einen Zweier hin. Na, an die Seiten, denn die ziehe ich mir dann natürlich auch hier auf die gleiche Höhe. Das wären dann 8 Blöcke, die man sich dann hier jetzt an den Seiten hochzieht und oben dazwischen setzt du dir dann natürlich noch 2 weitere Blöcke. Weiter geht es natürlich mit dem W. Ich lasse jetzt hier vom O einfach mal 2 Blöcke Abstand, dann ziehe ich mir hier ein 10er Türmchen hier mit meinem blauen Zement einfach mal hoch. Dann würde ich zur Seite einfach mal gehen, mache mir einen Block hin. Dann mache ich hier noch sowas hin, so ein Zweier hin. An der Seite mache ich hier nochmal einen ran. Und dann würde ich hier einfach mal das hier auch wieder auf 10 Blöcke hochziehen insgesamt, ne, dass so ein kleines W ist. Aber ich glaube, ich muss euch hier nicht unbedingt erklären, wie man sich ein W bastelt. So. Und dann hat man auch ein W. Buchstaben erklären, das ist immer was. So, als nächstes von Powell Motors kommt natürlich einmal das E hin,
Da lassen wir dann wieder einen Block frei. Ich mache jetzt hier so einen Dreier hin. Das ist dann hier natürlich dann unser E. Das heißt, wir ziehen dann E an der Seite erstmal wieder so einen 10er Turm hoch. So, und dann zeichnen wir uns hier natürlich ein E hin. Und dann würde ich mal sagen, den mittleren Strich. Ja, da würde ich einfach euch raten, macht vielleicht von oben her gesehen so drei Blöcke, lasst euch Platz und dann setzt ihr einfach nur einen einzigen Block ran und dann ist hier unser E schon fertig. Jetzt kommen natürlich zwei Ls. An sich machen wir jetzt genau das gleiche wie beim E. Wir lassen einen Block frei, machen einen Dreier hin, einen Block frei, einen Dreier hin und dann könnten wir hier einfach mal auf der linken Seite natürlich so ein 10er Türmchen hochziehen und dann haben wir schon unser L uns hier einfach mal schnell lang gezeichnet. Als nächstes kommt natürlich das nächste Wort. Wir haben jetzt Bove fertig. Fehlt natürlich noch Motors. Das heißt, wir machen jetzt ein M hin. Ich lasse jetzt vom L einfach mal drei Blöcke Platz. Es ist ja ein anderes Wort. Von daher müssen wir ja so ein bisschen mehr Platz lassen. Und da drei Blöcke Platz lassen, dann ziehe ich mir hier wieder so ein 10er Türmchen hin. Da kann man auch immer hier gucken, wie hoch hat man die anderen Sachen. Die sind ja auf 10. Da kann man sich immer ein bisschen nachrichten. Dann lasse ich mir drei Blöcke Platz und ziehe mir nochmal so ein 10er Türmchen hoch. Nee. Jetzt machen wir natürlich hier noch so ein M hin, an sich ein bisschen gleich gebaut wie halt ein W. Nur, dass ich jetzt hier die mittlere Strebe nicht wie beim W komplett einfach hochziehe. Denn da mache ich einfach mal, würde ich mal sagen, zwei Blöcke in der Mitte halt so runter. Man könnte vielleicht auch sagen, ich mache drei. Aber nee, ich mache nur zwei. Ja, denn als nächstes wollen wir wieder ein Öchen zeichnen. Wir haben ja schon zwei oder ein O schon gezeichnet. Das ist eigentlich immer gleich. Ich lasse jetzt vom M einfach zwei Blöcke Platz, setze einen Zweier hin. An den Seiten mache ich dann hier wieder acht Blöcke einfach mal hin. Und ganz oben setze ich mir natürlich noch einen Zweier einfach mal dazwischen. Das nächste, was wir uns hinbauen, ist das T bei Powel Motors. Das heißt jetzt einfach mal vom O lasse ich vier Blöcke Platz. Setze mir denn hier einen 10er Türmchen hin. An den Seiten befestige ich noch jeweils zwei weitere Blöcke. Und schon haben wir unser T. So, jetzt vom T würde ich dann einfach mal sagen, geht's ja weiter. Da lasse ich jetzt mir wieder vier Blöcke Platz. Und dann zeichne ich mir wieder hier ein Öchen hin. Das ist eigentlich genau gleich aufgebaut, wie wir schon haben. Und wenn wir denn das O uns gebastelt haben, kommt als nächstes denn das R. Ich lasse jetzt vom O unten einfach mal zwei Blöcke Platz. Dann mache ich mir hier wieder so ein 10er Türmchen hin. Und jetzt kann man hier das gleiche machen wie beim P. Ich mache mir jetzt hier oben zwei Blöcke noch ran. Lass mir so drei Blöcke Platz. Machen wir dann hier wieder so ein Zweier hin. So, dann hier vorne machen wir es natürlich zu mit einem Dreier. Und dann müssen wir einfach nur noch von unten hier das R machen. Und fertig ist es. Als nächstes kommt natürlich das S. Da habe ich ein bisschen rumgetüftelt, weil ich nicht genau weiß, wie ich das jetzt doch am Ende haben will. Das ist natürlich, man erkennt es, ein S. Man kann auch sagen, ich mache jetzt hier, sage ich mal, unten einfach einen Dreier hin. An der Seite ein Vierer. Gehe hier so Seite weg, so ein Zweier, ne? Und dann so ein Dreier, noch so schräg nach oben. Und dann hier oben mache ich vielleicht einen Dreier gerade oder man macht da so einen Knick rein. Ich weiß nicht. Das ist dann wieder so Geschmackssache, was man machen will, ne? Entweder so. Ich weiß nicht. Aber ich finde irgendwie die Form besser, als wenn man, sage ich mal, die Ecken oben gerade lässt. Naja, dann haben wir schon mal Powel Motors stehen. Jetzt wollen wir natürlich das Gerüst noch ein bisschen befestigen. So, ihr seht, ich habe mir hier schon ein bisschen was vorgemarkert. Insgesamt sind da fünf Halterungen befestigt. Zwei haben wir schon. Eine Befestigung befindet sich noch genau unterm E. Da kann man sich dann richten. Man fliegt zum E hin. Darunter setzen wir dann noch drei weitere graue Betonblöcke. Nach hinten weg lassen wir vier Blöcke Platz. Und dann setzen wir eigentlich hier das Muster, was wir an der Seite hatten. Das heißt jetzt erstmal zwei Zweier und dann drei einzelne setzen wir dann hinten dran, damit das Ganze hält. Wir verbinden das noch mit dem vorderen Gerüst. Dann machen wir noch einen weiteren hin und zwar fliegen wir einmal zu unserem M. Da setze ich mir natürlich auch wieder unten Betonblöcke hin. Lass dann da hinten weg wieder vier Blöcke Platz und dann setze ich mir wieder zwei Zweier so schräg einfach mal hin und dann noch drei weitere einzelne. Verbinden nicht vergessen. Und dann machen wir noch eine weitere Halterung einfach mal unter unser T hin. Das heißt, wir fliegen wieder hin. Drei Blöcke, setzen wir einfach mal darunter. Nach hinten lassen wir dann wieder vier Blöcke Platz und setzen dann hier wieder zwei Zweier und dann drei einzelne. Verbinden das Ganze noch mit der Vorderseite. Und dann steht unser Gerüst schon wieder ein bisschen sicherer, aber wir sind noch nicht fertig. Wir wollen das Ganze noch sichern und zwar mit Eisengittern wollen wir die Buchstaben miteinander noch verbinden. Da würde ich mal sagen, wir machen einfach mal von unten her gesehen ab dem dritten Block so vom Buchstaben hier einfach mal so eine Eisengitterschicht hin. Haben wir es denn einmal unten mit den Eisengittern gesichert? Wollen wir es noch ein zweites Mal machen, damit es wirklich fest steht? Und das machen wir einfach mal ab der letzten Ebene hier. Von unserem Buchstaben setzen wir nochmal eine Eisengitterschicht. Und wenn wir es denn oben auch nochmal mit unseren Eisengittern gesichert haben, ist Powel Motors, sage ich mal, jetzt hier auf unserem Dach
fertig. Jetzt ist natürlich noch die Sache mit der Schrift an der Seite von unserem einen Komplex, den wir ja schräg gebaut haben. In der Folge von den Simpsons sah man, dass es dran war, aber es gab auch Szenen, wo es dann wieder weg war. Also Geschmackssache. Auch in der Spiele-App ist an der Seite jetzt hier kein Powell Motors zu sehen, zu lesen. Von daher dürft ihr es euch aussuchen, wollt es hinmachen, wollt es nicht hinmachen. Ich mache es hin. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, wenn Powell Motors nochmal dran steht. Das kann man dann natürlich noch von beiden Seiten machen. Ich gebe euch jetzt mal so ein bisschen das Maß auf, wie man sich hier Powell Motors raufbasteln kann. Wir schnappen unseren blauen Zement gleich mal zur Hand. Und zwar einfach mal fliege ich hier vorne hin. Ich lasse mir jetzt von dieser Betonschicht einfach mal zwei Blöcke, sag ich mal, unten Platz. Und das natürlich dann auch nochmal oben. So, das heißt jetzt einfach mal, ich lasse jetzt hier, so würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz. Und dann kann ich mir hier ganz simpel und einfach mal hier gleich mal schon das S reinbasteln. Ich glaube, wie die jetzt aufgebaut sind von den Blöcken, muss ich nicht ganz erwähnen. Ich glaube, wenn man das sich hier anguckt, dann erkennt man es ja. Ja, und jetzt geht es eigentlich los. Ich schreibe jetzt Powell Motors von, also rückwärts einfach mal hier einfach mal ran. Ich finde das jetzt easy, besonders wenn man es so sieht, dann hat man ja alles hier vor Augen. Von daher, ja, schreiben wir dann Powell Motors einfach mal ran. Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll, denn Buchstaben erklären, ja, was soll man da erklären? Das Maß habt ihr ja, von daher, ja, Zeitraffer, oder? Ich komme hier schon gleich zum nächsten Wort, und zwar Powell schreibe ich ja hier gerade. Ich lasse jetzt einfach mal, wenn man, sage ich mal, rückwärts schreibt, von Motors natürlich dann auch wieder ein bisschen mehr Platz als normal. Hier habe ich ja immer so ein bisschen von Buchstaben zu Buchstaben immer so eine Blockschicht frei. Jetzt hier lasse ich einfach mal zwei Blöcke nur Platz. Und dann schreibe ich natürlich hier Powell Motors ganz entspannt hier einfach mal ran. Und schon halte ich schon wieder an. Warum? Ja, bei Powell Motors gibt es ja das E. Und das E kann man jetzt, sage ich mal, auf einer Höhe von vier Blöcken ganz schwer zeichnen. Ne, ihr seht, wie will man hier noch ein drittes Strebe reinbasteln. Meine Lösung dafür wäre ganz einfach. Wir setzen jetzt einfach mal hier hinter ran. Einfach mal, zack, hier wo, sag ich mal, unsere mittlere Strebe ist, zwei blaue Betonblöcke in die Wand rein. Also noch ein bisschen weiter nach hinten weg. Und dann setze ich mir einfach mal Quadstufen oben und unten hin. Und schon, wenn man ein bisschen weiter weg ist, erkennt man da natürlich ein E. Ja, wenn wir das haben, das E, dann geht es weiter mit dem W. Und fertig ist Powell Motors. Ich bleibe hier nochmal kurz stehen, halte dir das Video gerne an, wenn du irgendwie die Powell Motors hier nochmal kurz angucken willst, so wie die Blöcke so platziert sind. So sieht es dann natürlich nochmal auf der anderen Seite aus, wenn man sich hier noch ein bisschen basteln möchte. Man kann sich natürlich auch ein bisschen weiter zur Seite weg versetzen. Wir haben ja da auch noch ein bisschen Platz. Von dieser Seite sah man das Gebäude leider nicht. Und daher kann man das auch weglassen, Powell Motors. Weil ich denke mal, wenn wir es auf einer Seite bauen, kann man es natürlich auch auf der anderen Seite bauen. Denkt mal nach, man kommt hier aus dieser Richtung. Man weiß ja nicht, was das für ein Gebäude ist. Man sieht ja keine Schrift. Aber wenn es dran steht, dann erkennt man ja Powell Motors. Und wenn wir dann fertig sind, natürlich mit Powell Motors der Schrift, geht es weiter vorne mit unserem kleinen Wachhäuschen. Da würde ich mal sagen, holen wir uns erstmal die Blöcke dazu raus. Um unser Wachhäuschen uns zu basteln, brauchen wir ein bisschen blaue Keramik, violetten Beton. Ich würde mal sagen, wir nehmen das gleiche Glas, was wir jetzt natürlich bei Powell Motors verwendet haben. Bei mir war das graues Glas. Wenn du andere Glassorten verwendet hast, benutze sie. Ansonsten holen wir uns noch eine Steintreppe raus. Eine Schwarzeichentür empfehle ich mal für unser Wachhäuschen. Man kann auch gerne andere Türen nehmen, Eisentüren oder sowas. Ne? Also das ist dann wieder offen. Dann würde ich noch sagen, holen wir uns Steinstufen raus und polierte Andesitstufen. Jetzt kommt dann natürlich gleich wieder die Frage, wo setze ich mir da mein Wachhäuschen hin? Tja, das kann ich euch nicht genau sagen. Das ist dann bei jedem unterschiedlich. Ich empfehle euch, wenn ihr euch Straßen und sowas bastelt, zu Powell Motors, und ich sag mal, bei Powell Motors ist die Straße nicht so richtig so vorgegeben, wie man es sehen kann. Ich habe mir das hier selber so nach Augenmaß ein bisschen hingebastelt. Ich würde euch empfehlen, macht euch das Wachhäuschen auf der Höhe, ja, wenn man bei Powell Motors nach vorne guckt, so ein bisschen davor, aber auch nicht ganz, sagen wir mal, davor. Also so Hälfte-Hälfte, würde ich mal sagen. So Hälfte-Hälfte einfach mal so ein bisschen schräg davor setzen. Man kann es auch ein bisschen weiter vorsetzen. Das ist dann so Geschmackssache. Bei mir muss ich das leider so genau hier hinsetzen, weil ich habe ja nach vorne nicht so viel Platz. Von da habe ich ja auch mal gesagt in der ersten Folge, lasst euch nach vorne viel Platz. Weil dann könntet ihr auch das Wachhäuschen natürlich weiter vorne hinsetzen. So, bei mir ist es natürlich jetzt hier ein bisschen. Und da und daher ziehen wir uns erstmal das Maß von unserem Wachhäuschen hin. Ich würde mal sagen, von der Straße und so, wenn man natürlich so ein bisschen reinbiegt, lasse ich mal einfach mal drei, vier Blöcke Platz. Bei mir wären es jetzt genau drei Blöcke jetzt hier vom Bürgersteig. Den habe ich jetzt hier so übernommen. Ne, dann gehe ich einfach mal so drei Blöcke zur Seite weg. Mache jetzt hier das Maß hin vorn, würde ich mal sagen, mit der blauen Keramik einfach mal fünf Blöcke an sich. Erstmal hier so lang gezogen.
Dann würde ich einfach mal nach hinten weggehen. Da würde ich mal sagen, setze ich mir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke. Insgesamt haben wir denn hier 12 Blöcke drauf. Jo, passt auch. So, auf der Rückseite können wir natürlich noch 4 weitere Blöcke ransetzen. Dann nach vorne noch ziehen. Und dann haben wir schon mal unseren Grundriss fertig gezogen. So, bevor wir jetzt weitermachen mit der Höhe und sowas, ne, kannst du dich natürlich jetzt noch versetzen. Unser Wachhäuschen stand auch auf so einer kleinen Plattform. Da habe ich jetzt natürlich hier so einen kleinen Gehweg überall rumgebastelt. Auf der Vorder- und Rückseite habe ich so 3 Blöcke halt noch so Platz mir gelassen, ne, weil es ist ja auch eine kleine Schranke auf der Rückseite. Von daher sollte man sich hinten vielleicht auch so einen kleinen Bürgersteig basteln, so mit 3 Blöcken, so Minimum. Wenn du es natürlich größer machen willst, musst du immer so darauf achten, dass du vielleicht eine Mitte hast. Also wäre dann das nächste natürlich dann 5 Blöcke. So, wenn wir dann natürlich jetzt unser Maß ein bisschen gefunden haben, wo wir uns das Ganze halt platzieren möchten, machen wir uns das Ganze jetzt hier noch ein bisschen höher. Und zwar würde ich mir euch mal empfehlen, 4 Blöcke an sich. 3 Blöcke setzen wir noch rauf. Das machen wir einmal ringsrum. Ich hoffe, du lässt das Video weiterlaufen, denn du musst nicht alles komplett zuziehen. So, ich habe jetzt natürlich mir hier gleich schon mal Fenster und sowas reingezeichnet. Wir machen ja natürlich erstmal die Fenster fertig, würde ich mal sagen. Und zwar auf der Vorderseite befindet sich ein 3x2 großes Fenster. Das macht man sich dann hier einfach mal ganz simpel vorne einmal rein. Das ist natürlich nochmal auf der Rückseite. So, Massenarbeit wird immer zuerst gemacht. Von daher Rückseite machen wir auch nochmal ein 3x2 großes Fenster hin. Dann gehen wir einmal auf die Seite und zwar auf der Vorderseite, da wo natürlich unsere Hauptstraße ist, befindet sich ein 2x2 großes Fenster. Das setzen wir dann einfach mal auf der einen Seite rein. Und die andere Seite dürfen wir nicht vergessen. Von daher kommt ja auch ein 2x2 großes Fenster rein. So, jetzt würde man natürlich logischerweise ein bisschen weiter nach hinten gehen. Und da beginnt langsam unser Eingangsbereich zu unserem Wachhäuschen. Da schnappen wir uns mal unseren einfach mal violetten Beton. Und da setze ich mal hinter unserem Fenster einfach mal 3 violette Betonblöcke. Lass mal eine Reihe frei und setze mir den nochmal 3 violette Betonblöcke hin. So, darüber würde ich mal sagen, setzen wir eine Steintreppe und dann kann man hier auch gleich hier seine Tür reinsetzen. Andererseits wollen wir es natürlich auch nochmal machen. Wir hatten unser 2x2 großes Fenster. Nach einer Reihe, also nach einer Ebene hier, setzen wir einfach mal 3 violette Betonblöcke hin, eine Reihe freilassen, nochmal 3 violette Betonblöcke hinsetzen, oben Steintreppe hin und die Türchen sollten wir auch noch platzieren. So, wenn wir natürlich den Eingang haben zu unserem Wachhäuschen, geht es weiter auf der Rückseite. Da sind natürlich auch noch 2 Fenster gedacht. Wir platzieren hier einfach auch wieder, wie auf der Vorder- und Rückseite, einfach ein 3x2 großes Fenster. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Und wenn wir dann unser Wachhäuschen so weit haben, geht es weiter. Und zwar schnappen wir jetzt einmal unsere Steinstufen. Und zwar wollen wir natürlich hier noch so ein Dach drauf platzieren. Und wir platzieren einfach mal zu jeder Seite nach vorne, wie halt zur Seite und zur Rückseite weg. Auf jeder Ebene hier einfach mal 2 Steinstufen mal hin. Das zieht man sich dann hier einmal komplett ringsrum. Und wenn wir dann einmal ringsrum die Steinstufen sich hier einmal platziert haben, platzieren wir jetzt einfach mal auf dem Rand noch eine weitere Steinstufenschicht. Und wenn man dann am Rand über eine Steinstufenschicht platziert hat, machen wir noch das Dach rauf. Also an sich ist das jetzt hier so ein bisschen unser Rahmen fürs Dach. Und das richtige Dach befindet sich dann also oder besteht dann hauptsächlich aus polierten Andesitstufen. Das heißt, die Fläche hier innen drin füllt man noch damit aus. So sieht dann natürlich unser Dach aus, wenn man es damit ausgefüllt hat. Und dann lässt sich schon unser Wachhäuschen schon ein bisschen angucken. Nee, passt schon ein bisschen wie aus der Folge. Natürlich fehlt noch das Innenleben, aber das würde ich mal sagen, das heben wir uns dann hier alles noch für die Türchen auf. Nee, wenn dann das Gebäude auch komplett eingerichtet ist. Ich habe mich mal hier ein bisschen was ausprobiert. Und zwar habe ich jetzt auf unserem kleinen Wachhäuschen noch so kleine Lüftungsanlagen oder was das sein könnte, noch ein bisschen drauf platziert. Wen es gefallen sollte, der kann natürlich auch noch solche ähnlichen Sachen hier auch noch ein bisschen rauf basteln. Ich habe jetzt hier einfach ein paar Tonblöcke genommen, Eisenfalltüren und Steinknöpfe und habe mir hier drauf dennoch 2 Dinge platziert. Und jetzt ist ja natürlich unser Wachhäuschen schon fast fertig. Jetzt fehlt nur eine Sache. Und zwar möchte ich mir natürlich noch eine Schranke platzieren. Und zwar soll ja nicht jeder gleich auf unser Gelände fahren. Von daher holen wir uns nochmal einfach mal einen roten Betonblock raus, einen Hebel, eine Eisenfalltür, weißer Teppich, roter Teppich und polierte Andesitstufen. So, und so eine Schranke, die geht eigentlich relativ simpel sich zu bauen. Ich würde das Ganze einfach mal hinter unserem Wachhäuschen mir einfach mal hier so ein bisschen platzieren. Setze ich mir einfach mal einmal hier so einen roten Betonblock hin, einen Hebel, ne, damit man halt die Schranke auch öffnen kann und schließen kann. Und dann setze ich mir einfach mal hier noch ein paar Eisenfalltüren hin. Jetzt kommt natürlich auch an, wie breit hast du deine Straße. Bei mir ist die Straßenbreite jetzt hier von vorne so 5 Blöcke. Ne, aber die Schranke kann natürlich auch länger sein, wie lang halt auch deine Straße ist. So, ich fange jetzt natürlich mit weißem Teppich an. Unser Block ist ja rot, von daher weiß, rot. Ne, und dann macht man hier sich so das kleine Muster hin.
Und dann würde ich noch auf unseren Kästen hier von der Schranke noch einfach eine polierte Adhesivstufe noch raufpacken. Und dann sieht das Ganze doch schick aus. Ich finde eigentlich ein bisschen komisch, dass bei den Sims auf der anderen Seite keine Schranke ist, weil denkt man nach, einer nimmt irgendwas mit von Powell Motors, hat das geklaut und fährt ihn mit voll Karacho einfach raus. Komisch, dass hier keine Schranke ist. Wer möchte, kann sich da natürlich auch noch einen hinbasteln. Anders, jetzt bei den Simpsons befindet sich auf der Vorderseite so eine kleine, so ein kleines Geländer, kann man sagen, so ein Eisengeländer. Das habe ich mir hier mit ein paar Mauern so ein bisschen dargestellt und Teppich und Eisenfalltüren. Nee, kann man sich dann hier vorne vielleicht auch hinbasteln, wenn man möchte. Und dann ist auch schon hier unser Wachhäuschen fertig. So, und das ist Powell Motors. So haben wir es fertig gebaut. Als nächstes kommt dann natürlich noch die Tour dazu. Das heißt jetzt hier vorne Wachhäuschen einrichten, Gebäude einrichten, passend denn zur Folge. Und dann gucken wir mal, wie viel da drin eigentlich wirklich einrichtbar ist und wie viel Fake ist. Na, muss man mal gucken. Aber wir haben genug Platz drin, um eigentlich jeden Raum, der in der Folge gezeigt wurde, auch da reinzubasteln. Es gab auch noch eine Bildszene zu sehen, wo man natürlich hier das Wachhäuschen sah. Und dahinter war ja natürlich Powell Motors zu sehen. Da war oben drauf, sag ich mal, jetzt hier auch noch, sag ich mal, Powell Motors die Schrift drauf. Die kann man natürlich jetzt in dem Format nicht so gut darstellen. Da müsste man natürlich das mit Schildern machen. Denn passenderweise, wir haben ja hier mit dem Dach mit Stufen gearbeitet. Da kann man sich natürlich jetzt hier natürlich so ein paar Schilder rauf machen. Die Schrift, die steht ja dann auch hier so ein bisschen über wie das Schild. Wer möchte, kann sich dann natürlich hier vorne dann auch nochmal Powell Motors raufschreiben. Da macht man natürlich auch hier auf jeden Schild dann so ein, zwei Buchstaben. Dann kriegt man eigentlich auch Powell Motors gut raufgeschrieben. Ich lasse das Ganze aber weg. Denn mir reicht ja an sich, Powell Motors steht dahinter, muss ja nicht vorne an der Wache stehen, wenn man einfach, wenn man hier zur Seite geht, ach, guck mal, Powell Motors, ich bin richtig. Na gut, so, dann sind wir fertig jetzt hiermit. Ich würde sagen, mach mich ran ans Einrichten. Natürlich muss der Vorbau auch noch weggebaut werden, den könnt ihr nochmal winken. Der wird dann in der nächsten Folge nicht mehr zu sehen sein. Und dann würde ich mich hier einfach mal vorne Safety hinstellen. Und wenn ich Safety stehe, hören wir uns natürlich zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.